Ja, Mini, ich bin's. Mach mal auf. Ja, ich bin schon die ganze Zeit. Achso, okay, warte ganz kurz. Good morning! Ich bin gerade dabei, Jens abzuholen. Der hat heute einen Marathon vor sich. Und naja, ich glaube, er hat ein bisschen verpennt, deswegen bin ich da. Nehmen wir den mal weg kennen. Ah, da ist er ja! Servus. Da ist er ja! Oh, und auch mal wach, ja? Mein Akku ist leer, Alter. Ich hab keinen Wecker. Ich hab's gemerkt, ja? Oh, yeah. Das fühlt sich so groß an, Alter. Echt? Willst du noch einen Kaffee trinken, oder? Nee, eher ein Bier. Eher ein Bier? Ja, 4:50, in einer Stunde geht los. Was ist mit dir? Alter, ich glaube, ich bin noch zu voll. Und sagen wir weiter laufen, dann fahren wir los, oder? Servus, Leute. Was ist denn mit Haare raus hier? Und du bist fit, ja? Ja, ich bin voll fit, ey. Ja. Du siehst auch unglaublich fit aus. Du siehst ja echt unglaublich fit aus. Nee, ich bin eigentlich so ganz normal. Ich habe ja auch kaum was getrunken. Ich habe gerade mal viel zu viel Geld ausgegeben. Nee, aber ich war halt nicht voll. Das ist halt mein Ding. Ich habe jetzt ein bisschen Hunger und ansonsten, ich muss vielleicht gerade kurz eine kurze Hose anziehen. Anderes T-Shirt und abhauen. Daniel hat sich ja richtig schön aus der Affäre gezogen. Der hat sich ja gestern einen extra noch schnell einen Zeh gebrochen. So, nee, eigentlich hat er vor 2 Wochen hat er sich einen Zeh angestoßen. Also es fühlt sich mal so an, als ob ich gar keinen Zeh mehr hab. Ja, dann kannst du ja mitlaufen. Wenn er nicht wehtut, passiert ja nichts. Aber es sind 5,5 Kilometer. Also ich habe jetzt den Jens abgeholt, der verschlafen hat. Und der ich habe verschlafen, weil ich kein Akkuladegerät für mein Handy hatte. Wir sind jetzt auf dem Weg zu ihm. Ja, da zieht er sich schnell um. Da geht es auf den Marathonlauf vom Strohhutfest. Das ist übrigens in Frankenthal. Na komm, wir gehen lieber mit denen mit. Die gehen ins Schwimmbad. Right. Right. To the right. To the right, to the right. So. So, ja. Okay. Peace. Wah. Wah. Ekelhaft, ja. Ah, beim zweiten Mal schmeckt das noch widerlicher. Ohne Wecker ist Aufstehen jetzt nicht so das Ding. Vor allen Dingen, weil ich halt auch erst vor ein paar Stunden schlafen kann. Also mit ein paar Stunden meine ich wirklich wenige Stunden. Also so wirklich wenige Stunden. ein Mustang. Hat mir der davon mal einen Carporn gemacht? Von einem Mustang, nee, kann ich mich gar nicht dran erinnern. Ich auch nicht. Kinderspielzeug, so, mit sowas gehen wir uns nicht ab. Wir machen so ganz coole Sachen wie Beachvolleyball spielen. Beachvolleyball spielen, ja. Oder uns mit Schneebällen in der Schweiz abschmeißen. Ja, oder? Das macht auch Spaß, ne? Joker dabei, er läuft für mich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er generell ins Ziel kommt. Das sind 5,5 Kilometer. Und 5,5 Kilometer sind eigentlich nichts. Und ich glaube, wir machen hier mal einen Break, weil man hört, glaube ich, gar nichts, was wir da labern. Boah, das Aufstehen war gar nicht gut.
3, 5, 6. Ich bin so am Arsch. Das höchste der Gefühle war, dass ich mich nicht übergeben habe. Dann war zwei, dreimal ganz kurz davor. Aber nie wieder vorher trinken. So, Freunde, Lauf absolviert. Ich bin tot, ich bin richtig am Arsch. Ja, wir machen uns jetzt heim, machen uns fertig und dann geht's ab an den Weiher. Ein bisschen Sonne tanken und abkühlen und so weiter. Damit ich die nächsten drei Wochen nicht mehr duschen gehen brauche, gehe ich jetzt an den Weiher, weil der ist so sauber und so. Das war's dann erstmal von uns. Ja, für heute zumindest. Für heute zumindest. Oh nein, ich hab keinen Bock mehr. Nee, jetzt ist Montag, Alter. Montag? Ich hasse yeah. Montag. Montag! Yeah. Ja, haut rein, Freunde. Yes. Viel Spaß euch bei dem geilen Wetter. As long as I got you.